Es ist nicht der strenge Blick, nicht die Strafe, die mir droht. Es ist nicht Gewalt und Macht und auch nicht meine Angst vorm Tod. Das ist es nicht, das ist es nicht. Es ist keine Zauberei, nicht die Belohnung, die sich lohnt. Es ist nicht Peitsche und Zuckerbrot, nicht man sitzt gern im selben Boot. Das ist es nicht, nein, nein, das ist es nicht. Es ist deine Liebe, deine Güte, deine Gnade, die mich zu dir zieht. Ja, deine Liebe, deine Güte, deine Barmherzigkeit, die mich zu dir zieht. Es ist nicht das, was man so lernt, weder Ethik noch Moral, auch nicht das, was gerade noch fehlt, nicht es gibt keine andere Wahl. Das ist es nicht, nein, nein, das ist es nicht. Es ist deine Liebe, deine Güte, deine Gnade, die mich zu dir zieht. Ja, deine Liebe, deine Güte, deine Barmherzigkeit, die mich zu dir zieht. Stein. Du beugst dich zu mir nieder, du hörst geduldig zu, umwirbst mich immer wieder, die größte, reinste Liebe, das bist du. Es ist deine Liebe, deine Güte, deine Gnade, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst im Videoformat. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich. Heute haben wir ein besonderes Format. Pastor Jan Carsten Höxter aus Münster predigt mit uns per Video. Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute ist Karnevalssonntag. Gerade im Rheinland gehört diese Zeit ja zu den Hochzeiten des Jahres. Aber wie im vergangenen Jahr sind die Feierlichkeiten gebremst durch die Corona-Pandemie. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, woher der Karneval kommt? Und was die ursprüngliche Bedeutung von Karneval ist? Die heute geläufigste Erklärung nimmt Bezug auf die Fastenzeit als fleischlose Zeit. Sie sieht die Ursprünge des Begriffs
Karneval im lateinischen Carnevale, übersetzt Fleisch lebe wohl. An Karneval nehmen die Menschen Abschied vom Fleisch, weil früher in den 40 Tagen der Fastenzeit auf Fleisch verzichtet wurde. Ja, am Mittwoch, dem Aschermittwoch, beginnt mit der Fastenzeit die Passionszeit. Christen erinnern sich in den rund 7 Wochen vor Ostern an die 40-tägige Leidensgeschichte Jesu, die mit Verurteilung, den Verrat und die Kreuzigung endete. So lautet denn auch der Wochenspruch dieser Woche: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Von Anfang an mussten sich Christen mit der Frage auseinandersetzen, warum Jesus Christus gestorben ist und welche Bedeutung sein Tod für ihren Glauben an Gott hat. Wie konnte es sein, dass Jesus Christus einen so grausamen Tod erleiden musste, wo sie doch überzeugt waren, dass er Gottes Sohn war? Der Wochenspruch weist auf die Propheten des Alten Testaments hin, die das Kommen des Menschensohnes vorhergesehen hatten. Aber auch die Begleiter Jesu, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen sind, hatten ebenso wenig verstanden wie heutige Menschen die Fragen, warum Jesus Christus gestorben ist und welche Bedeutung sein Tod für ihren Glauben an Gott hat. Die Schüler Jesu haben erst nach seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung verstanden, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Aufgrund des Zeugnisses der Schüler Jesu verstehen auch wir, dass Jesus sein Werk vollendet hat. Deswegen, komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. Come and lobe.
Wir beten. Wir kommen zu dir, Gott, mit dem, was uns freut und mit dem, was uns bedrückt. Gerade auch in der Zeit der Pandemien. Wir kommen mit unserem Dank und mit unseren Bitten, mit unserer Zuversicht und mit unserer Angst. Wir bitten dich, komm du jetzt zu uns mit deinem richtenden, helfenden, kraftspendenden, tröstenden Wort und erleuchte unsere Herzen, damit dieser Gottesdienst hineinwirkt in unser Leben, in unseren Alltag, in unsere Gemeinde. Wir wollen gehorsam sein und auf dich hören. Ich lese Psalm 84. Er ist überschrieben: Freude am Hause Gottes. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Junge. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er schenke uns auch jetzt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Thema der Predigt heute, wie stark die Kraft von Christus wirkt in unterschiedlichsten Lebensverhältnissen. Wie stark die Kraft von Christus wirkt. Wir hören dazu gleich Worte Heilige Schrift Neuen Testaments aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 10 bis 13. Vieles im Leben lässt sich ändern, etwa auf der persönlichen Ebene, wo man es selbst entscheiden kann. Ich kann zum Beispiel meine Ernährung umstellen, wenn ich das möchte, etwa auf überwiegend vegetarische Kost. Ich kann anfangen, regelmäßig an die frische Luft zu gehen. Ich kann den Gebrauch von Plastiktüten möglichst vermeiden, so ein Ding, das man vielleicht für ein paar Minuten benutzt, das dann aber 500 Jahre überlebt. Ich kann lernen, mich nicht vor allem über Leistung zu definieren, das heißt, mich nur dann wertvoll zu fühlen, wenn ich ordentlich was geschafft habe. Ich kann aufhören, mich über alles Mögliche bei anderen Leuten aufzuregen, was mich aber gar nicht betrifft und mich auch gar nichts angeht. Lebensgewohnheiten zu ändern, das hat man ein gutes Stück selbst in der Hand. Anders sieht es aus, wenn sich die Verhältnisse für ein ganzes Land ändern. Zum Beispiel so, dass man es begrüßt und sich freut, weil etwas möglich ist, was lange Zeit verwehrt war. Wie war das in Deutschland vor 3 Jahrzehnten? Ab Anfang 1990 durfte jeder DDR-Bürger reisen, wohin er wollte. Ich kann mich erinnern an die Jahre vorher. Als christliche Reisegruppe waren wir mehrfach zusammen in Ungarn unterwegs, Teilnehmer aus West- und Ostdeutschland. Nach Ungarn, wie auch in andere Länder Osteuropas, durften DDR-Bürger reisen, Richtung Westen aber nirgendwohin. Nach gemeinsam verbrachten 14 Tagen dann der Abschied in Budapest. Wir aus der Bundesrepublik fuhren zurück in die Freiheit, die wir im Grunde ja nie verlassen hatten, und unsere ostdeutschen Freunde fuhren zurück in die Grenzen, die der Staat ihnen gezogen hatte, bis dann die Mauer fiel. Lebensumstände können sich ändern. Auch so, dass es die ganze Welt betrifft. Und dies in eine Richtung, mit der man nicht rechnete. Die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus haben gezeigt, wie anfällig und brüchig vieles ist, von dem wir glaubten, es gebe uns Sicherheit. War nicht alles machbar, alles beherrschbar und unaufhaltsam würde der Wohlstand wachsen? Was sollte sich da in den Weg stellen? Bescheidenheit war wenig gefragt, Demut vor Gott und Menschen auch nicht. Und plötzlich forderte Corona von uns, stellt euch um, kauft ein nur mit Maske, unterrichtet Schulkinder zu Hause, erledigt berufliche Dinge von daheim, Besuch im Seniorenheim unmöglich, Verschiebung von kirchlicher Trauung und Hochzeitsfest ins nächste Jahr, Räume gut lüften, Hände gründlich waschen und abtrocknen, nicht nur so husch husch im Vorbeigehen und Gottesdienste, dank technischer Möglichkeiten für eine Weile anders digital als Online-Version, bis dann Präsenzgottesdienste mit Abstandsregeln möglich wurden. Zudem keine Menschenansammlung, die eine begrenzte Personenzahl übersteigt und auch private Geselligkeit nur in kleinem Rahmen. Und Kinder? Wie erleben Sie die Corona-Krise? Emil findet Schule zu Hause doof. Mama und Papa können einfach nicht so gut erklären, wie sein Lehrer sagte. Seine Schwester Emma sieht das völlig anders. Was Kindern am meisten fehlt, ist der Kontakt zu gleichaltrigen Freunden. Und manchmal, ja manchmal, müssen Kinder auch einfach Dampf ablassen. So meinte eins von ihnen, blöder Kackvirus. Corona veränderte vieles. Millionen müssen in Kurzarbeit wechseln, Maschinen stehen still, berufliche Existenzen sind gefährdet. Wer auf Touristen und Urlauber angewiesen ist, dem brechen Einnahmen weg. Menschen, die allein leben, vereinsamen mehr und mehr. Eine Art Einsamkeitsdepression erfasst nicht wenige. Und wer zum Beispiel in einem Pflegeberuf arbeitet, hat ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Was Corona auch bewirkte, nicht wenige haben gemerkt, erst wenn man Dinge vermisst,
bekommt man einen Blick für das, was man immer als selbstverständlich hinnahm, und lernt neu das Danken. Ich nenne nochmal das Thema der Predigt, wie stark die Kraft von Christus wirkt in unterschiedlichsten Lebensverhältnissen. Wie bewältigen wir so etwas, wenn Lebensverhältnisse sich spürbar ändern, heute so und morgen ganz anders? Gibt es in der Bibel Beispiele dafür? Ich bin dabei auf Paulus gestoßen. Hören wir, was er in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt, dort in Kapitel 4, in den Versen 10 bis 13. Wie habe ich mich gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich zu unterstützen. Ihr wolltet das die ganze Zeit, doch es fehlte die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, um auf meine Not aufmerksam zu machen. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir vertraut und ich komme damit zurecht. Ich kann satt sein und hungern, kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt, Christus. Was merkt man diesen Zeilen an? Paulus schreibt sie an Menschen, die ihn gern haben, so war es ja. Das Verhältnis zwischen ihm und der Gemeinde in Philippi muss sehr herzlich gewesen sein, das macht es ihm leicht, ihnen zu schreiben. Was er schreibt, mag uns schon überraschen. Dann nämlich, wenn wir der Meinung sind, bei Paulus sei es durchweg kärglich zugegangen. Er hat sich ja, wie wir wissen, seinen Lebensunterhalt neben der Missionsarbeit selbst verdient, indem er als Zeltmacher bzw. Teppichknüpfer arbeitete. Nur in Ausnahmefällen ließ er sich von Gemeinden finanziell unterstützen. Hieß das, Paulus immer nur mit dem Notwendigsten versorgt? Mehr als einmal spricht er ja auch davon, wie er neben anderen Beschwernissen ganz erbärmlich Hunger und Durst gelitten hat. Das aber ist offenbar nur die eine Erfahrung gewesen. Daneben gab es auch Zeiten, in denen ging es ihm materiell gut. Ich konnte mitunter aus dem Vollen schöpfen, schreibt er hier. Alles, was ich zum Leben brauche, war reichlich da. Mit solchen Erfahrungen bin ich ebenso vertraut wie mit Armut und Not. Ich stelle mich ein auf das, was vorhanden ist, sei es viel oder wenig, sagt er. Und dann fällt hier auf, dass Paulus nicht einfach tönt, ich wisst ihr, ich jedenfalls finde mich in jeder Lebenslage zurecht. Nein, er sagt es anders. Ich habe gelernt, zurechtzukommen. Paulus verschweigt der Gemeinde nicht, ich habe das lernen müssen. Mir fiel es nicht einfach in den Schoß. Paulus weiß, die innere Unabhängigkeit für mein Leben als Christ kann von zwei Seiten bedroht sein. Zum einen sind es Entbehrung und Mangel, die zu enormer Belastung werden können. Und daneben gibt es eben die Herausforderung mit dem umgekehrten Vorzeichen Wohlstand und Fülle. Und jeder von uns mag sich fragen, von welcher Seite bin ich eigentlich mehr bedrängt? Von Seiten des Mangels oder durch Überfluss? Wird mir die Not zur Last oder wird mir die Fülle zur Versuchung? Eins jedenfalls dürfte klar sein, Wohlstand recht zu verkraften ist ebenso herausfordernd, wie ein Ja zu wenigem zu finden, mit dem man auskommen muss. Ist es nicht so? Oft hängt man ganz schön an dem, was man hat. Wie schwer würde es uns, weithin komfortverwöhnten Leuten fallen, auf ein Stück gewohnte Annehmlichkeit zu verzichten? Was für eine Umstellung ist es allein schon, wenn die Stadtwerke einem wegen Reparaturarbeiten für einen halben Tag das Wasser abdrehen müssen? Oder stellen wir uns nur mal vor, wir müssten, wie Menschen anderswo, Schlange stehen um ein Brot. Schlange stehen vor Geschäften, ja, das kennen wir aus Corona-Zeiten, weil man Abstand halten muss, aber doch nicht aus Sorge ums tägliche Brot. Oder wie geradezu empört äußern sich manche Leute, wenn ihr geplantes Urlaubsland zum Hochrisikogebiet erklärt wurde und sie jetzt nicht dorthin reisen können. Das ist schade, aber es ist doch keine Tragödie. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wie sehr hängen wir an dem, was wir nicht haben? Sind wir
Herr über unsere Wünsche oder zehrt so manches Begehren uns auf? Paulus spricht davon, dass er es gelernt hat, sich in jeder Lage zurechtzufinden. Sind wir bereit zu lernen, dort, wo es uns betrifft? Ja, ich will damit zurechtkommen, dass ich dies oder jenes nicht habe. Und gemeint ist eben ein bejahendes Zurechtkommen. Man kann sich auch mürrisch irgendwo reinfinden und bleibt unzufrieden. Und wenn wir Paulus jetzt fragen könnten, wie schaffst du es eigentlich, so gelassen zu sein? Bedarf es dazu nicht eines großen seelischen Gewaltakts? Dann würde er antworten, ich gestehe, aus mir selbst wäre ich mit diesen Dingen nicht gut klargekommen. Wollt ihr wissen, wem ich meine ganze Lebensbewältigung verdanke? Christus. Alles vermag ich durch ihn, der mich stärkt. So ist das also bei Paulus. Was sich zunächst anhört wie dickes Eigenlob, ich habe gelernt, ich bin eingeweiht, das wird bei näherem Hinsehen zum klaren Hinweis auf Christus und seine Kraft. Alles vermag ich in ihm. Ohne Jesus hätte Paulus sich vermutlich aufgerieben, wäre unter Entbehrungen zerbrochen oder am Überfluss gescheitert. Was er hier mit wenigen Worten bezeugt, ist das Kapitel seiner Lebensbewältigung durch Christus. Dieses Thema unterschiedlicher Lebensverhältnisse, in denen er sich befindet, gerät dem Paulus zur Predigt von Christus. Alles, mein ganzes Leben, geschieht allein aus der Kraft dessen, der mich oft schwachen, oft anfälligen, oft auch kränklichen Menschen stark macht. Und wenn ich etwas gelernt habe, so hat er es mich gelehrt, wenn ich mich auf irgendetwas verstehe, dann bin ich dazu befähigt durch ihn. Wenn ich irgendwo ausgehalten habe, dann war er es, der mich hindurchtrug. Und wenn ich etwas sagen soll, dann kann ich nicht anders, als von ihm zu sprechen. Alles vermag ich durch Christus, der mich stärkt. Paulus verweist dankbar auf Jesus. Und wenn wir Paulus jetzt fragen könnten, sag mal, es gibt so viele Meinungen über Jesus. Einer unter anderen Religionsstiftern sei er gewesen, ein gescheiterter Prophet im jüdischen Land, der für seine Ideale ums Leben kam, sei er gewesen, ein Wanderprediger, der sich selbst für etwas Großes hielt, sei er gewesen. Meinungen über ihn. Wer aber ist er für dich, Paulus? Ich stelle mir vor, er würde antworten, ich? Mit allen Mitteln gegen ihn gekämpft habe ich und war meiner Sache so sicher, bis er mich vom hohen Ross heruntergeholt hat. Alles, wirklich alles, glaub mir, alles hat er mir vergeben und mich ins Kraftfeld seiner Gnade geholt, er, der Sohn Gottes. In die Welt gekommen, gestorben für jeden von uns, am dritten Tag auferweckt, aufgenommen in Gottes Herrlichkeit, von wo er wiederkommen wird und alle werden ihn sehen. Und wir? Für wen ist Jesus gekommen? Für fanatische Christenhasser, wie Paulus einer war? Das auch, aber nicht nur. Auch für Gott gegenüber Gleichgültige, für Selbstgerechte, für Selbstlose, für Ahnungslose, für religiös Aufgeschlossene, für Tiefgesunkene ebenso wie für Hochanständige, für Sünder, sagt er selbst. Und da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Lebenswichtig ist es nun auch bei denen zu sein, die Jesus ihr Leben anvertrauen, an ihn glauben. Das bedeutet nämlich mit ihm verbunden sein und so gewinnen wir Anteil an seiner Kraft. Anteil an seiner Kraft. An Christen denke ich jetzt zum Beispiel, die in Ländern leben, wo der Glaube strikt verboten ist und wo man mit dem Bekenntnis zu Jesus viel riskiert. Eine Liedstrophe nimmt dies in den Blick. Nicht in Kirchensälen, Domen und Kapellen loben viele, die dir folgen, Jesus Christus, dich. Wird man sie entdecken, in ihren Verstecken oder sie verraten, fragen Gläubige sich.
Du gibst Kraft, Hass mit Liebe zu begegnen, und so schenkst du es selbst, die Peiniger zu segnen. Dein Frieden, Herr, lass vom Himmel regnen wie auf dürres Land. Hass mit Liebe zu begegnen, selbst die Peiniger zu segnen, welch eine Kraft, die Christus an diesen Menschen erweist, er, der ihre Burg ist und ihr Leben und ihre Zuversicht. Und wir jetzt? Niemand von uns wird bespitzelt oder verhaftet, weil er Christ ist. Was es durchaus gibt, jemand, der mit Jesus lebt, wird verachtet, verspottet, verleumdet, belächelt, gemobbt. Und dann Hass mit Liebe zu begegnen. Eine Kraft, seine Kraft, die Christus an uns schenken will. Das heißt, jene segnen, die uns übel mitspielen. Alles vermag ich durch Christus, der mich stärkt, sagt Paulus. Ich habe gelernt, mich in jeder Lebenslage zurechtzufinden. Ich habe an die vielen gedacht, die im Bereich der Weltmission arbeiten. Sie geben Annehmlichkeiten hier zu Hause auf und lassen sich auf einfachste Verhältnisse ein, unter denen sie dann Menschen dienen. Ich denke an eine junge Frau aus einer freien evangelischen Gemeinde. Durch Jesus sieht sie sich aus der Komfortzone in Deutschland herausgerufen, um Kindern mit Behinderungen in der Liebe Christi zu begegnen. In einem Land im südlichen Schwarzafrika ist das. Und über die Lebensverhältnisse schreibt sie: 4:30 Uhr aufstehen. Es folgt Außendienst. Das heißt, 2 Kilometer gehen, um Wasser zu holen. Die Toilette ist eine Hütte mit Loch im Boden. Das Badezimmer besteht aus zusammengestelltem Buschwerk. Geschlafen wird oft auf nacktem Lehmboden. Und die Leiter geben Regeln aus, erklären sie aber nicht immer. Und weiter schreibt sie noch: Die Umstellung ist groß, wie ihr euch denken könnt, aber ich fühle mich hier am richtigen Platz und Gott wird mir zeigen, wie lange. Wie eindrücklich erweist Christus seine Kraft an ihr. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt, der in mir lebt und ich in ihm. Bei diesem Satz, alles vermag ich durch Christus, bei diesem Satz wie überhaupt bei den Worten der Bibel ist es wichtig, den Zusammenhang zu sehen. Wenn man dieses Wort nämlich für sich allein betrachtet, dann könnte jemand denken, durch Christus mit seiner Hilfe kann ich alles. Was aber ja gar nicht stimmt. Unter anderem deshalb stimmt es nicht, weil Christus gar nicht will, dass ich alles kann. Denn alles zu können, würde einem Menschen gar nicht gut bekommen. Ich vermag alles durch den, der mich stärkt. Kann sein, jemand denkt bei diesem Satz vor allem an Gewinnertypen, weil das Wort vermag nach Leistung, nach Erfolg klingt. Aber kein Christ sollte denken, wenn mein Leben keine Bilderbuch-Erfolgsgeschichte ist, dann liegt es daran, dass Jesus nicht bei mir ist oder dass ich weiter von Gottes Kraft entfernt bin als andere. Aber das ist ganz sicher nicht das, was Paulus hier meint. Er schrieb den Philipperbrief aus der Gefängniszelle. Ein Gefängnis ist kein Ort für Gewinnermentalität, zumindest nicht in dem Sinn, wie man das normalerweise versteht. Beachten wir, was Paulus unter alles versteht. Jesus ist bei seinen Leuten und stärkt sie inmitten von Verlust und Anfechtungen, ebenso wie er es auch in Zeiten von Gelingen und gutem Ergehen tut. Und Christus muss uns in angenehmen Zeiten, so ist das dann eben, in angenehmen Zeiten nicht weniger bewahren, weil gerade in solchen Zeiten des Segens die Versuchung groß ist, Gott zu vergessen. Gottes Wort lehrt uns, dass wir durch die Glaubensverbindung mit Christus befähigt werden, zu lernen, mit unterschiedlichsten Lebensverhältnissen zurechtzukommen, angefangen von Mangelerfahrungen bis hin zu der Freude, über genug zu haben. Ich vermag alles durch den, der mich stärkt. Der Zusammenhang, innerhalb dessen Paulus dies sagt, zeigt, es geht ums Verkraften, ums Bewältigen. Das ist die Frage, wie verkrafte ich den Mangel und wie bewältige ich den Überfluss? Arm sein oder reich sein, beides kenne ich, bezeugt Paulus. Und natürlich geht es nicht nur ums Materielle, vielmehr auch um jeden anderen Lebensbereich. Man kann schließlich in vieler Hinsicht satt sein oder hungern. Und was dann?
Paulus hat die Erfahrung gemacht, in allem finde ich mich zurecht durch Christus. Versuchen wir uns an einigen Lebensbereichen dies deutlich zu machen, wie das aussieht. Führe ich etwas Gutes zu Ende, bin ich froh. Und misslingt es mir, gerate ich nicht in Selbstmitleid. Auf viele Fragen, die das Leben mit sich bringt, finde ich Hilfe im Evangelium. Und habe ich auf bestimmte Dinge keine Antwort, kann ich dies im Glauben aushalten. Bin ich gesund, nehme ich das nicht als selbstverständlich hin. Und leide ich, weil ich krank bin, vermag ich auch damit zu leben, weil die Kraft von Christus in der Schwachheit zum Tragen kommt. Kann ich mir vieles leisten, bewahrt Christus mich vor Maßlosigkeit, und kann ich mir wenig leisten, unter Umständen weniger, als ich es lange Zeit gewohnt war, dann sorgt er dafür, dass ich nicht mürrisch werde, sondern kreativ, um Lösungen angesichts eines kleineren Budgets zu finden. Was also, wenn als Folge von Corona mein Lebensstandard sinken würde? Angenommen, Verlustängste kommen auf, was dann? Dann sollen solche Sorgen mich nicht beherrschen. Ich werfe sie auf Christus, bei dem ich damit gut aufgehoben bin. Und weiter, arm oder reich sein, alles vermag ich durch Christus. Genieße ich Ansehen, wird er meinem Stolz. Und werde ich übersehen, nimmt er mir meine verletzten Gefühle. Habe ich Erfolg, werde ich nicht eitel. Und haben andere Erfolg, so gönne ich es ihnen gern. Habe ich vor Corona mich in der Öffentlichkeit ohne Einschränkungen bewegen können, so halte ich mich jetzt eben an die Vorsichtsmaßnahmen, wie sie zu gegenseitigem Schutz geboten sind. Der Kontakt mit anderen Christen, wo man sich trifft und keine Angst haben muss vor Händeschütteln, keine Angst vor auf die Schulter klopfen oder keine Angst vor einer Umarmung, das bedeutet mir viel, aber ist es zeitweilig eben nicht möglich, dann vermisse ich es, aber verzweifle nicht. Wird mein Gebet rascher hört, freue ich mich. Und lässt Gott mich auf die Erhörung warten, werfe ich dennoch mein Vertrauen nicht weg. Meine Abhängigkeit von Christus ist grenzenlos. Und seine Kraft reicht überall in meinem Leben hin. Paulus. Ein Leidensakrobat? Nein. Ein frommer Kraftprotz, der bewundert werden will? Nein. Ein geistlicher Überflieger, der sich dem wirklichen Leben längst entfremdet hat? Nein. Stattdessen einfach ein Mensch, der im Glauben an Christus fest mit ihm verbunden ist, mit dem Bürgerrecht des Himmels beschenkt, im Herzen mit Sehnsucht nach dort, doch mit beiden Beinen auf der Erde. Alles vermag ich durch Christus, der mich stärkt. Ein Wort, ein mutiges Wort, mitten hinein auch in gegenwärtige Herausforderungen, die sind ja nicht von Pappe. Ich lasse einen Satz, habe vergessen von wem, stimmt nicht das Lied an von den besseren Zeiten, Gott hat euch heute gewollt und gibt euch heute Kraft. Stimmt nicht das Lied an von den besseren Zeiten, Gott hat euch heute gewollt und gibt euch heute Kraft. Alles vermag ich durch den, der mir seine Kraft gibt, Christus. Zum Schluss jetzt ein Gedicht. Es geht der Frage nach, wie das ist, wenn die Kraft von Christus unser Leben durchdringt. Jesus, ich danke dir für deine Kraft in mir. Schwachheit oft fühle ich, dahinein stärkst du mich. Zu dem, was ich vermag, zählt auch, was ich ertrag. Und ohne deine Kraft hätte ich es nie geschafft. Du, der Weinstock, ich die Rebe, gibst mir das, von dem ich lebe, so mit dir verbunden sein, prägt zu Gottes Lob sich ein. Sehe als gegeben an, was ich nicht ändern kann, nimm Schwierigkeit in Kauf, reib mich da nicht auf. Habe ich etwas erreicht und Dinge fallen mir leicht, was ich dann denken muss, möglich allein machst du es. Legt's jemand darauf an, wie er mir schaden kann, was ich durch dich vermag, ist, dass ich's nicht nachtrag. Wo ich etwas gut kann, freue ich mich einfach dran, und ist Begrenzung da, sag ich auch dazu ja. Auch gibst du Kraft dafür, dass ich nicht resigniere oder, wenn's gut mir geht, dies mir den Kopf verdreht. Erlebe ich, was erfreut, schenkst du mir solche Zeit,
und Trost, der mich umschließt, wenn mir zum Weinen ist. Wenn ich mir Gutes gönn, gern mal, wie ich mich kenn, dank ich dir, der es mir gab, doch häng davon nicht ab. Und Mangel mir nicht fremd, etwas, das oft ja hemmt, Kraft gibst du mir auch dann und bringst mich so voran. Gemeinschaft lebe ich gern, wo ich von anderen lern, wo man zusammen lacht, auch teilt, was traurig macht. Gemeinschaft so viel wert nach der, der sie entbehrt. Auch in solch dürrem Land kommt Kraft aus deiner Hand. Sind meine Hände leer, ich denk, da ist nichts mehr, was ich zu geben hätte, selbst wenn mich jemand bät. Wie du mich dann beschenkst, mein Herz zum Geben lenkst, ist großes Staunen wert ein Staunen, das dich ehrt. Macht der Gedanke Not, was ist mit meinem Tod? Es wird ein Übergang. Ich weiß jetzt nicht, wie lang. Ich werde auferstehen und Jesus selber sehen, mich ewig an ihm freuen und Himmelsbürger sein. Du, der Weinstock, ich die Rebe, gibst mir das, von dem ich lebe, so mit dir verbunden sein, prägt zu Gottes Lob sich ein. Ich lade ein, mit mir zu beten. Herr, unser Gott, wir kommen zu dir. Du kennst unser Leben. Es birgt so vieles. Schönes wie Schweres, Überraschendes wie auch das, was abzusehen war. Manches können wir uns aussuchen und den anderen finden wir uns, ohne gefragt worden zu sein. Wie eine Art Wechselbad, Herr, kann das Leben sein. Einiges geht leicht von der Hand, anderes macht uns schwer zu schaffen. Das eine können wir nicht oft genug erzählen, und bei anderem verschlägt es uns die Sprache. Mal sind wir sehr gefordert und wann anders können wir die Seele baumeln lassen. Sonnige Zeiten, betrübliche Erfahrungen, Tage voller Kontrast, Wind, der durchs Leben fegt. Und in allem, Herr, erfahren wir dich und deine Kraft, oft über unser Bitten und Verstehen hinaus. Stets aufs Neue wächst du dein Lob in uns. Dich preisen wir. Amen. Hier ist, was mich
Wir beten. Deine Liebe, Gott, der du die Liebe bist, hast du uns gezeigt. Du hast mit Menschenaugen in die Welt geschaut, hast gelacht und geweint, bist in Jesus Christus durch das Leid gegangen bis in den Tod. Öffne uns die Augen, dass wir dich erkennen und dir folgen in der Liebe. Öffne denen die Augen, die nicht mehr nach dir fragen, die dich nicht vermissen und doch vermissen, die sich sehnen nach einer Wahrheit, die mehr ist als menschliche Worte und Gedanken fassen. Öffne meine Augen. Öffne denen die Augen, die sich selbst aufgegeben haben, die versinken im aussichtslosen Tunnel der Angst oder der Depression, im Kreislauf von Rausch und Sucht, die nicht aufschauen können und das Licht nicht sehen. Öffne meine Augen. Öffne denen die Augen, die nicht mehr neugierig sind, die sich verschließen in vorgefertigte Meinungen und Weltbilder, die nicht mehr staunen können. Öffne meine Augen. Öffne denen die Augen, denen Schmerz und Leid und Medikamente das Sichtbare trüben, die in schwerer Krankheit auf den Tod warten, die Abschied nehmen müssen, und es ist viel zu früh, die beginnen zu schauen, wo der Blick bricht. Öffne meine Augen. Öffne uns die Augen, die wir so oft blind sind, für uns selbst und deinen Willen mit uns, die wir uns in Lieblosigkeit selbst verraten, die wir so oft uns selbst fremd sind und unruhig, suchend nach dir. Öffne meine Augen. Der du die Liebe bist, Gott, du hast mit Menschenaugen in die Welt geschaut, hast gelacht und geweint. Du kennst uns und liebst uns. Du bist in Jesus Christus durch das Leid gegangen bis in den Tod. Öffne uns die Augen, dass wir dich sehen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Einige Ansagen. Aufgrund der Schulter-OP unseres Pastors fällt der Gottesdienst am kommenden Sonntag, dem 21. Februar, aus. Wir empfehlen Gottesdienste im Fernsehen und im Internet.
Den Gottesdienst am darauffolgenden Sonntag, am 28. Februar, halten wir aber fest, wie geplant, hier über YouTube. Das Abendmahl vom 21. wird auf den 28. verschoben. Wir danken für Ihr und Euer Verständnis. Wir stellen uns unter den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Thank you.
find my worth in you, I find my identity. I believe.